Ich begrüße euch recht herzlich aus dem Wald. Ich möchte euch heute was über diese wunderschöne Eiche erzählen. Und zwar, ihr seht da einen Wurzelstock, wie er ganz, ganz oft vorkommt in unseren Wäldern. Da ist ein Wurzelstock, den nennen wir Matrixverjüngung, weil aus diesen alten Wurzeln sind diese Bäume rausgeschnitten worden. Das ist eine ganz häufige Bewirtschaftungsform im Niederwald. Und da geht es darum, dass eine Eiche einfach umgeschnitten wird und aus dieser Wurzel, aus dem Stamm, wachsen dann wieder verschiedenste Stämme raus. Da werden ein paar dann rausgenommen und irgendwann stehen die dann so da. Und so ein Wurzelstock kann durchaus ein Alter erreichen von 500, 600 Jahren. Da sind wir bei einem Exemplar, das kann durchaus schon 400 Jahre alt sein. Wissen tue ich das natürlich nicht, wir müssten das untersuchen, wobei das natürlich mit dem Umschneiden des Baumes zu tun hätte. Das lassen wir lieber, das heißt, wir lassen diese wunderschöne Konstellation. Wir sehen da natürlich auch, dass sie da innerlich der alte Baumstamm vielleicht schon etwas aufgelöst hat, dass da schon die Verwitterung zugeschlagen hat. Und genau da drinnen, da wohnen extrem viele Tiere. Da drinnen wohnen nicht nur Ameisen, Käfer und so weiter, sondern natürlich auch der Hirschkäfer. Und der Hirschkäfer, der mag diese Bäume extrem gerne, weil der lebt nämlich 7 Jahre lang in den Wurzeln dieser Bäume. Und zwar sind ihm die Wurzeln am liebsten, wenn sie so ein bisschen angefault sind. Und dort drinnen wohnt er und ist er so ein fingerdicker, langer, weißer Wurm, eigentlich eine Made oder eine Raupe eigentlich viel mehr. Und umso mehr abgestorbenes Material, das er kriegt zum Fressen, umso größer wird er dann, wenn er dann so Ende des Sommers sich verpuppt und zum Käfer wird. Ja, da sind wir eben bei einer wunderschönen Eiche. Ihr seht da auch noch das Moos. Dieses Moos braucht Jahre, damit es so wachsen kann. Es ist eine wunderschöne Sache, wenn es dann einmal kurz regnet, dann wird das Moos total schön grün wieder und flauschig. Jetzt ist es ja eher fest und hart, weil die Oberflächenwässer jetzt ja ein bisschen ausgeblieben sind. Aber, oh, was liegt denn da? Ein ehemaliges, altes Hufeisen, muss man sich vorstellen. Mitten im Wald gefunden, kann schon etliche Jahre alt sein, auch in der Mitte abgebrochen. Schaut euch das an, also wenn wir nicht heute mega Glück haben, dann weiß ich es nicht. Ja, somit viele liebe Grüße aus dem Wald, bis bald im Wald und bis zur nächsten Serie. Tschüss!